zu. Und dann waren halt schon mal 5-6 Leute im Stream und dann mit drin ging es übelst schnell und ich war auf 100. Und ich hoffe echt, dass es nicht mehr so schnell wächst, weil das ist halt eigentlich genau das, was mir gefällt. Ja, Also bei mir drei, ist vier die Viewer im Channel. Wenn es mir zu viel wird, dann geht alle zu Romiat. Ich sag dann irgendwann stopp und dann geht alle zu ihm. bei mir war das Ganze halt. Keine Ahnung, ich bin halt, ich habe ja eben vor dem Spiel erzählt, ist Star Wars Galaxies. Und damals, wie YouTube praktisch an den Start ging, hat man da halt seine Videos mit Leuten geteilt. Ne? Man hat ihnen halt gezeigt, was hat man da an Kreationen erstellt und was weiß ich nicht was. Seitdem mache ich das Ganze halt. Ja, und irgendwann hat sich das so eingespielt, dass die Leute da Interesse dran gezeigt haben. Und mittlerweile mache ich das ziemlich oft, wenn ich zu Hause spiele, das Ganze aufnehme und auf YouTube stelle oder halt streame oder was weiß ich nicht was. Und ja, keine Ahnung, es rennt halt, ne? Ich habe zwar nicht die Massen, ich will auch gar nicht diese Massen haben, aber ich finde es Ja. halt geil, dass die Leute Interesse daran zeigen, was du so auf die Beine stellst, weißt Ja, das ist halt cool, ja. Da war's. Erstmal hallo. Und wer auch immer da labert, guter Mann. Also entweder das bin ich jetzt, ne? Also der da. Oder es ist halt rumiert, da unten. Cookie, schaffen wir das Pferd zurück? Wäre cool, wenn du das Pferd zurückschaffen würdest. Ich spawn euch zwei, da könnt ihr jetzt damit rumreiten, wenn ihr Bock habt. fällt mir gerade erst auf, ich habe hier zwei unterschiedliche Farben an Zäunen. Das muss ich mich auch ewig dran gewöhnen. Die Türen werden jetzt aus verschiedenen Holz gemacht mit 1.8 und alles. Hammer. Das ist Ja. echt, Mann, das muss ich auch noch drauf achten, was für Holz ich abbaue. Ja, echt. Dolle zum Kotzen habe ich am Anfang angedacht. Tür reingebaut, falsche Farbe. Jetzt muss ich ein anderes Dann Schwert gib dir nehmen. erstmal ein Pferd. Hast du das Pferd zurückgeschafft? Okay, dann teleportiere ich dich, warte. So, pass auf, ich gebe euch jetzt zwei Pferde und jeweils einen Sattel dazu und dann könnt ihr ein bisschen rumreiten. Könnt ihr wenigstens was machen. Ich wusste nicht, dass das funktioniert. Warte mal, erstmal zwei Pferde. Könnt ihr euch dann streiten, welche Farbe ihr nehmt. Okay, das eine ist klein. Warte jetzt. Ihr braucht ja bestimmt noch Sattel, oder? Ja. Kann mehr? Dann gebe ich euch Sattel. Du musst dann mal kurz runtergehen, dann gebe ich dem Pferd einen Sattel. Die Wildtiere, die hier rundherum sind, spawnen die eigentlich erneut oder sind die denn weg, wenn du die gekillt hast? Die Wildtiere? Ja, Du die hast ja manchmal spawnen ja diese. irgendwie neu. Okay. Ja, aber du hast ja manchmal Hasen hier, Kühe, was weiß ich nicht was. Wie gesagt, dann lass mich kurz das Pferd machen und dann gebe ich denen den Sattel und dann kannst du da schon mal. Du müsstest mich erst den Sattel draufsetzen lassen, das wäre ganz nett. Nicht das Pferd killen. Was machst du mit deins? Ja, das wäre auch so das Einzigste, was mich in der PlayStation 4 reizen würde. Ich würde gern mal Konsole streamen, aber ich habe halt nicht die Voraussetzungen dafür. Klar, es ist möglich über diese Game Capture Karten und was weiß ich nicht was, aber die kosten ja eine Heidenkohle. Ja. Finde ich zumindest, weißt du? Aber wenn ich es jetzt noch zureiten könnte, dass ich einen Sattel drauf machen könnte, dann. Jetzt lass mich da drauf sitzen, Mann. So war ein störrisches Pferd. Jetzt lass mich. Mach Eat Game Boot Zocker, was? Das Problem an der PlayStation 4 zum Beispiel, das Stream, das frisst unendlich Leistung. Das Streaming-Programm ist so schlecht. Okay. Ah, es geht schon. So. Hier Pferd Nummer 1. So, jetzt mache ich dir noch eins, warte.
Ja, ich bin dabei, dir eins zu machen. Warte, jetzt, warte. So, jetzt hole ich mir noch einen Sattel und dann kannst du reiten. Ach, warte, ich muss erst runter. Ach Gott. Noch Sattel geben schnell. Oh, jetzt sind die alle an der Dunkel und. Nee. Mit was für Holz habe ich das denn gemacht? Egal. Jetzt setze ich erstmal Zaun rum, da kümmere ich mich später drum. So, drauf aufs Pferd, Sattel geben. So, jetzt könnt ihr, hier habt ihr zwei Pferde. Das andere Pferd hat einen Sattel, könnt ihr jetzt alle beide rumreiten, wenn ihr wollt. Ja, bitte, was hast du gesagt? Wer meinst du, ist mich? Ja, hast du irgendwas gerade gesagt? Nö, ich hatte nur gesagt, die Zäune. Das ist jetzt eine komplett andere Farbe, wie ich vorher hatte. Hm. Da habe ich gesagt, nee, ist jetzt egal, jetzt mache ich das erstmal komplett mit Zaun zu. Damit die Monster von hier unten nicht hier hochlatschen können. Und dann kümmere ich mich später drum. Ja. Meins ist langsam. Sand bräuchte ich. Müsste ich mal gucken, ob ich irgendwo Sand herkrieg. Dann kannst du einfach, wenn du Warp Lorofu eingibst, dann, als Warp Leerzeichen Lorofu, da kommst du zu meinem alten Strandhaus. Und da kannst du. Da kannst du Sand abbauen, wenn du magst. Ah, okay. Und mit dem Home-Befehl komme ich dann praktisch zur Stelle, wenn wo ich ihn. Wenn du den Home-Befehl gesetzt hast, dann kommst du wieder zurück, ja. Alles klar, super. Hab ich ihnen zwei Pferde gegeben, das erste, was sie machen, bekämpfen sich gegenseitig. So lange, bis beide Pferde tot sind und dann. Ja, siehst du, das erste Pferd hat schon nicht überlebt. Ich glaube, ich kann nur jetzt den Sattel und den. Sieht es aus. Ja, scheiß Pferd. Soll ein großes rauskommen mit gleich so ein kleines hier. Killt ja zu viele Pferde. Weil sonst. Ich habe keinen Bock, die immer zuzureiten und einen Sattel drauf zu packen, damit wir rumreiten können. So war auch störrisch hier. Ah, jetzt. Hier, euer nächstes Pferd steht hier. Könnt ihr kriegen, steht irgendwo hier unten, müsst ihr mal suchen. Da ist eins. Irgendwo hier. Genau da. Geil beleuchtet hier die Gegend. Da wieder so ein kleines. Huch. Das letzte Pferd, was ihr jetzt kriegt. Wenn ihr es jetzt nochmal kaputt macht, kriegt ihr keins mehr. Vom Umtausch ausgeschlossen. Ja. Oh, es kommt immer kleine raus. Scheiß kleine Pferde, soll ein großes rauskommen. Hier ein Esel, genau, ihr kriegt einen Esel. Gibt es da auch Unterschiede, klein und große? Ja, es kommen, es gibt kleine Pferde. Okay. Die werden dann irgendwann größer, keine Ahnung wie. So, du kriegst jetzt einen Eselpech gehabt. Oh, ich sammle immer einen Scheiß ein. Ein Esel ist eigentlich richtig geil. Und es gibt da wohl so Satteltaschen, wo du Gott weiß wie viel mit transportieren kannst. Das stimmt, ja. Kennt man nicht immer die Esel?
Also nicht immer die Pferde killen, weil wie schon gesagt, es macht keinen Spaß, euch jetzt immer hier, damit ihr wenn ihr rumrennt, reiten könnt, immer so ein scheiß Pferd zu geben. Aber warte, ich mach dir noch ein neues, wenn es vorbei ist. Ja, du kriegst einen Esel, genau, ihr kriegt jetzt zwei Esel. Habt ihr euch verdient, zwei Esel. Weil eure Pferde die ganze Zeit gekillt habt. Na komm, find mich gut. Na los, hab mich endlich lieb. Kraftwerk, deine Reittiere sind immer ein bisschen. Sind immer ein bisschen störrischer. Die wollen nicht. Ich lach dich jetzt aus mit deinem Eseltanz. Ich würde mal der Wachsrhythmus von einer Melone interessieren. Aber manchmal hast du hintereinander. Gott weiß, wie viele Melonen? Ja. Und manchmal dauert es Ewigkeiten. Ich weiß, was du meinst, sag ich. Jetzt rennen sie jetzt mit die zwei Esel da unten rum und killen den Zombie. Zombie geil. Sieht hier witzig aus. Weil die schweben richtig über den Satteln. Ja, ne? Sorry. Das war jetzt. Ich hab jetzt Mertisch getroffen. Oh, jetzt hat er wieder ein Zombie hoch, ein Dings hochgejagt. Ist irgendwas kaputt gegangen hier? Nee. Bis jetzt noch nicht. Zack, da ist es schon wieder gewachsen. Ich glaube, bei Regen wächst die intensiver. Zwei berittenen hier Kämpfer hier. Reicht so rum. So. Ja. Da hat's gezischt. Was hat's gezischt? Ja, als wäre gerade irgendwie Wasser auf Lava getroffen, so ungefähr. Ja. Also warum man jetzt noch zuschaut, kann ich wirklich gar nicht verstehen. Ich habe heute schon zwei Leute auf meine Whitelist gelassen so und ich geh, wir gehen eh gleich offline hier und deswegen wird sich nicht mehr lohnen. Dope. Dope. Dope, cooler Name. Na gut, warte. Ich komme mal zu dir. Ist aus dem Loch gefallen, denke ich. Mit euch. Wenn du das schon als Stream magst, ja, dann musst du mal die Augen offen halten, wenn wir zusammen Minispiele machen. Dann könnt ihr live dabei sein. Wobei, war nicht einer von den beiden dabei und hat dich gekillt, hat er gesagt? Ja, Cookie war dabei. Ah. FedEx war dabei und hat mich einmal gekillt. Gut, jetzt müsste man natürlich wissen, warum hat er mich gekillt. Aber, weil er wusste, dass ich
Weil er wusste halt durch den Stream, dass ich dabei war, ne? Ja. Also wo ich war. Aimbot. Okay, Aimbot. Ja, so, so. Nee, nee, sieht wirklich so aus wie Aimbot. Na, ihr Zweier dürft jetzt immer auf den Surfer und das Einzige, was ihr jemals dürft, ist auf die Esel rumreiten. Ihr kriegt nie was anderes als diese zwei Esel. Grüße aus Blau. Hey Bastel, stark, cool. Du bist also 15 Kilometer von mir entfernt gerade eben. Stark. Leute aus der Nachbarschaft. Cool, cool. Schöne Grüße aus der Nähe von Aue zurück. Oder sagen wir, nee, besser schöne Grüße aus Rodewisch. Da bin ich näher dran. 2 Kilometer neben Rodewisch wohne ich. Boah, da bin ich jetzt erschrocken. Ja. Warum, wo bist du gerade? Hier unten, ich wollte mich gerade wieder in diese Höhle reingraben, die hier war. Auf einmal kam er mit dem Pferd runtergesprungen. Doch, ich gehe fest davon aus, Kraftwerk, dass er dieses Blauen meint. Sag bloß, du kommst aus der Nähe. Das wäre jetzt mal ein extremer Zufall. Ja. Weil ich überlege echt, ne? Ich habe echt einen krassen Dialekt. Danke, danke für deinen Follow, Bastel. Vielen, vielen Dank. Ja, und FedEx schreibt schon gerade, ne? Ihr sprecht alle sächsisch, euer Dialekt ist der beste. Ja, ja, unser Dialekt ist von Arsch. Ach so, du bist aus. Na gut, Thüringen ist halt auch nicht so weit weg, ne? Thüringen, da kam meine Mutter ja. Ja? Aus Gera. Meine Freundin kommt, wie gesagt, meine Freundin kommt aus Sachsen. Aus, ich vergesse immer den Namen. Ganz nah der polnischen Grenze ist so ein Dorf, ist das. In der Nähe von Zittau ist das, falls ihr das was sagt. Ja, ja, Zittau, Klaus sagt mir alles was, ja. Ich muss nochmal fragen, wie der Name heißt. Ich vergesse den jedes Mal. Bastel hat geschrieben, Gera Best. Ah, du warst dann öfters in Plon wegen der Holzachterbahn. Ah, okay. Ja, das ist genau bei uns in der Nähe, aber mich kriegt da keiner drauf. Da war ich einmal und nie wieder. Meine Frau verkraftet sowas ohne Probleme, ne? So klar, kein Thema, so pff, einfach drauf geht. Wir waren das letzte Mal, wo waren wir letztes Mal im Freizeitpark, und zwar in, oh Mann, wie hieß denn das Ding? Europapark, glaube ich. Das kann sein, ja. Und da ist so eine Achterbahn im Dunkeln halt. Hat gesagt, ja, die geht schon, die kannst du schon nehmen, so. Die ist okay. Kurz vorm Schrein war ich. So ging's mir echt mit dem Phantasialand. Damals mit meinem Bruder auf diesen Freefall Tower gewesen, dieses Mystery Castle ist es, glaube ich. Und ich habe ja tierisch Respekt davon. Ich glaube, jetzt mit dem Alter, was ich jetzt habe, so blöd es klingt, würde ich das nicht mehr verkraften. Aber damals, wir haben uns den Scherz gemacht. Totenstille in dem ganzen Ding. Mein Bruder und ich, die Ernsten, die wirklich die Kehle aus dem Leib geschrien hatten. Und du hörtest nur noch, ey, mach mal die Augen auf, warum, ich kann mich nicht konzentrieren, mach jetzt die verdammten Augen auf, ich wink dir gerade zu. Ein ewiges Hin und Her, weißt du, total genial. Aber wie gesagt, jetzt in dem Alter, ich hätte da richtig Respekt vor. Ich denke mir, was ich vor Problem habe, weil ich halt Angst davor habe, vor so einem Ding. Was wird das, wenn ich mal Kinder habe, so, die wollen das ja bestimmt da. So. Und was mache ich dann, weißt du? Ich kann doch nicht als Vater daneben stehen und sagen so, hey, nee, da geht nein, ich hab Schiss, weißt du? Ich glaube, das ist wieder was anderes. Man sagt ja immer, wenn man irgendwann Kinder hat, man krempelt sein Leben allgemein komplett um, ne? Man traut sich auf einmal Sachen, die man sich vorher nicht getraut hat und. Ja, okay, gut, das kann durchaus sein, ja. Mystery Castle, genau, FedEx. Mystery Castle, genau.
Aus Sachsen-Anhalt kommt Kraftwerk. Ah, okay. Ossi-Treff. Ja, genau, wir haben ja Ossi-Treff. Nein. Nicht direkt Ossi-Treff. Romiat kommt nicht aus dem Osten. Nee, ich bin gebürtiger Kieler und lebe seit Kind auf in Köln. Köln ist eigentlich auch eine coole Stadt. Es geht, es hat sich mittlerweile viel, viel zum Negativen geändert Ja. hier. Aber bei euch geht wenigstens so einiges, was da am Wochenende und so. Also ihr habt viele Möglichkeiten wegzugehen und so. Ja, wobei, wie gesagt, das hat sich mittlerweile auch geändert. Es haben viele, viele Clubs und Diskotheken haben zugemacht. Ja, wie überall, Und ja. wo du jetzt mittlerweile nur noch die Möglichkeit hast, ist wirklich, wo du denn so 14- bis 16-Jährige drin hast, macht das Ganze auch keinen Spaß mehr, weißt du? Was jetzt nicht negativ irgendwie klingen soll für die Zuschauer, die jetzt da irgendwie gerade mal 16 Jahre alt sind oder so. Ja, also, man hat im Alter doch schon eine andere Art zu feiern, als wie Das stimmt, die jüngere ja. Jugend ist einfach so. Ja, ist aber trotzdem, also ich kann es immer noch nicht lassen. So, das ist irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht kommt es irgendwann nochmal. Weil ich gehöre wirklich zu der Sorte, ich. Also mein Lieblings ist halt heftiger Techno, also jetzt kein Hardcore, aber. Techno da schon sehr krass heftig ist. Also ich gehe gerne in Kellerräumen feiern halt, ne? Okay. Und ich kann es nicht lassen so. Ich werde mal älter. Hab damit angefangen mit 22, also mit 20, ja. Und ich ziehe das bis jetzt durch. Das ist ja. Also langsam denke ich schon, ja, das kann schon mal endlich mal der Punkt kommen, wo ich denke so, ach komm, am Wochenende feiern, nee, das muss nicht sein. Aber nee, wenn eine geile Party ist, muss ich immer dabei sein. Irgendwie. Ja. Sag mal so, genieß es noch, solange du kannst, weil irgendwann wird der Punkt kommen, wo du gerade saßt. Und dann denkst du dir auch, oh weia. Stimmt. Es wird halt immer zeitiger, ne? Richtig. Früher zu meiner heftigsten Zeit. Ja gut, ach scheiß, kann man schon so offen reden, ist egal. Da ging es halt um 11, um 12 erst heim, nachmittags. Und jetzt ist es halt so, jetzt spätestens um 6, aber aller spätestens um 6 musst dann, sonst ist ja Feierabend, sonst komme ich halt noch mit dem Auto heil heim. Die Zeiten haben sich bei mir aber auch geändert. Ne, das Thema haben wir aber, wie gesagt, die Tage schon gehabt. Man steckt es ganz, 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 ganz anders weg. Heutzutage, ne, du hast ja heute zum Beispiel, oder gestern muss man jetzt sagen, auch das schöne Beispiel gehabt. Du hast mit deiner Freundin telefoniert und ja, bist danach eingeschlafen und dann abends erst wieder aufgewacht. Das ist einfach so, ne? Der Körper holt sich ganz anders die Ruhephasen zurück, wie man das in der Jugend hatte. Ja, das Man stimmt. konnte Nächte durchmachen, man konnte Tage durchmachen, was weiß ich nicht was. Das ist heutzutage, also in dem Alter, was wir jetzt haben, nicht mehr so leicht wegzustecken, sage ich mal. Nee, das stimmt, ja. Nein, FedEx, es bleibt aus. Ja, das stimmt schon. Es geht auf die Bandscheiben vor allen Dingen. Damals hast du die ganze Nacht gefeiert, kein Thema. Wenn ich jetzt 4 Stunden feiere, wache ich nächsten Tag auf und tut zu der Rücken weh. Ja. Bastel, also jetzt wird's echt schräg. Du bist gerade zu Besuch in Plauen, bist 32 Jahre alt, genauso wie ich. Also langsam wird's wirklich schräg. Ja. Echt witzig, ich stehe beschissen auf dem Dach und klotz hier runter. Und ich habe echt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zuschauer. Ist so geil. Geht alle zu Rumiat, da macht wenigstens was. Herr, du Genau, 32er Baumkloppen. Baujahr, Bastel. Ich weiß gar nicht, ich muss auch mal kurz gucken. Habe ich überhaupt Zuschauer? Die ganze Zeit nicht geguckt, schreiben alle. Ja, doch, das sehe ich, aber ich sehe halt nicht, wie viele Zuschauer ich habe. Ich habe wirklich nur den Chat, diesen Pop-Out-Chat auf und sehe, wenn mir Leute halt geschrieben haben. Ja, Kraftwerk, nicht heute, nicht heute. Lass mich heute bitte in Ruhe. Wobei, das stelle ich mir auch nochmal geil vor. Okay, jetzt wird es halt noch nicht lohnen, so. Aber wenn du vielleicht irgendwann mehr Follower hast und immer so 15, die da immer zuschauen, mit denen sich mal zu treffen und mal ein Bier zu trinken, das war bestimmt auch witzig. Ist auch geil. Aber nur ein Bier, bei zwei bin ich steif. Da du Bescheid Das wirst.
Das sage ich deswegen, weil die Leute, die dann irgendwann deinen Stream verfolgen, ich rede jetzt aus der Sicht von einem YouTuber. Ich bin irgendwann auf der Gamescom gewesen, sagt dir ja bestimmt was die Messe. Ja, klar. Renne da rum und wurde wirklich von Leuten angesprochen, die mich da erkannt haben. Das ist schon richtig geil, wie die dir gegenübertreten, weißt du? Und natürlich gehst du auch mit den Leuten mal ein Bierchen trinken oder was weiß ich nicht was. Und das wird ein richtiger, lustiger Abend. Ne? Das ist richtig geil. Kraftwerk. Ist nicht so wild, Kraftwerk ist okay. Rumi hat, wenn du Holz brauchst, geh mal schnell in das Haus rein. Das hier? Ja, und das genau. Ja, Kraftwerk, kein Problem, ich hab den auch nicht gesehen. Kein Thema. Oh, das waren nur zwei Rechts waren nur Brettchen. zwei Brettchen, das halbe Dach fehlt hier, deswegen habe ich gedacht, das lohnt sich. Zwei von diesen Stüfchen? Oh, krass. Da unten lagen nur zwei Stüfchen und zwei Bretter. Ja, das ist auch noch eins. Da, genau. Nichts verkommen lassen hier. Genau, Kraftwerk. Im Sommer richtig ein Grillfest aus. Und wenn ihr euch nicht benehmt, liebe ich euch allen die Bullen aus. Sehr geil. Freue ich mich auch schon wieder drauf, wenn es wieder wärmer wird. Grill auspacken. Und das Krasseste, was ich, also das ist ja das Krasseste am Stream, das krasseste Gefühl, was ich hatte, okay, dass wir nach Game kommen, ist dann halt noch ein Stück krasser so. Aber Killers Killer, einen wunderschönen guten Morgen. Wenn dann, okay, das sind halt meistens die jüngere Fraktion, die das macht, aber dann steht halt mal so in dem Chat so, hey, ich sehe da jetzt schon seit 5 Stunden zu. Und ich finde dich übelst cool. Und da denkst du, ach du Scheiße, weißt du, mich findet jemand cool so. Du kriegst es ja nie so offensichtlich gesagt. So. Das ist Hammer, Wenn es ne? dann, ja, und wenn es dann echt jemand Leute sagen, ich kenne da Feuerrot anlaufen vom PC. Das sind dann die Momente, wo ich denke, so, ach du Scheiße, ich muss einen Stream ausmachen, ich werde so extrem rot und mit sowas komme ich überhaupt nicht klar, kein Stück. So Okay. schräg. Ja, so halb, Killer, so halb, so halb. Ja, ich weiß, dass es schon wieder hell wird. Erinnere mich nicht dran. Ich habe echt lang das viertelste Bier schon wieder geschafft. Ich bin stark. Aber jetzt habe ich endlich mal verstanden, warum es immer heißt, so, wenn man Bier trinkt, muss man immer die ganze Zeit auf Toilette. Es Ja. treibt. Das ist bei mir auch mit dem Echt? Energy Drinks so. Na gut, es geht halbwegs. Ich werde euch zum Alkoholiker. Nein, Quatsch, um Gottes Willen. Niemals, nie, niemals. Kraftwerk, das ist nur ganz, ganz selten kriege ich dafür. Prost, ja, danke. Ich krieg nur ganz, ganz selten durch euch XP und ich bin zurzeit im Kreativmodus, zwecks euren Pferden und so. Ich krieg zurzeit also gar nichts. Ihr müsst euch jetzt nicht umbringen hier. Was ich zurzeit alles streame, in letzter Zeit ziemlich viel Minecraft, zwecks unserem eigenen Server. Was streame ich noch so? H1Z1 habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Borderlands wird jetzt bestimmt mal ein wenig öfters kommen. Mit dem guten Rummi hat hier vorne, da er so fleißig was macht im Gegensatz zu mir. Ja. Mit dem werde ich bestimmt bald mal Borderlands streamen. Deins. So was streame ich noch so alles, oh Gott. Wie meine Lust und Laune ist halt. Immer so unterschiedlich halt. Aber in der letzten Zeit ist halt wirklich extrem viel Minecraft. Ja. Das Spiel kann ja auch süchtig machen. Ja. Ich sitze echt um 6 hier früh und trinke ein Bier. Die Kamera, das ist Ich echt habe mal so schon geil. 6 Uhr. Och, du Ja. Weihowei, meine Freundin bringt mich um. Kannst du erzählen, hast gleich das Liebesschloss gebaut. Ja,